Hallo Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf dem Kanal Alle mit Gier. Ihr habt es ja schon gesehen, wir schauen uns heute, ob andere Hersteller, Versender sagen, Open with Satisfaction. Das machen wir jetzt. Yeah! Oh, ich habe, vielleicht hört man anhand meiner Aussprache von manchen Wörtern, woher ich komme, wir haben wenig Enzyme für Satisfaction. Ihr habt gelesen, um was es geht. Es geht heute um ein Gel-Reinigungsset. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Auf dem Kanal ist ja auch ein Video zu so einer Rocket Aimo Tastatur. 1-2-1 oder so. Weiß ich nicht mehr. Ich habe die halt, ist gut. Es wurde aber auch gefragt, wie gut die sich reinigen lässt. Und hatte ich gesagt, ganz gut mit Pinsel und Blasebalg und Staubsauger. Ich gehe halt immer mit dem Pinsel so durch und mit dem Blasebalg. Aber ganz ehrlich, das macht wenig Spaß. Und es bleibt auch immer ein bisschen was hängen. Und da habe ich neulich auf TikTok habe ich gesehen, wie einer, seine Mutter, hat er gesagt, hat ihm so ein Tastaturreinigungsschaumgel gekauft. Und er hat es so drauf, hat er die oberen Tasten, damit es schon sauber bekommen. Aber halt, mir geht es um die Zwischenräume, ne? Und ich denke, dafür ist es gut, habe ich dann recherchiert. Das ist wie von früher dieser Slimy, ne? Made in China, High Elastic Cleaner. Und das drückt man halt so auf die Tastatur, so durch, damit es dann durch Haftwirkung den Schmutz mitnimmt. Gut, und ich habe das genommen, weil es sind 3 Gels, es ist sehr günstig, kosten 13 Euro. Gut, ich habe mich halt auch, von den Lappen nicht, aber von diesen Bürsten habe ich mich ein bisschen ablenken lassen. Und ich dachte mir, okay, wenn ich 3 habe, 3 ist mehr als 1. Und da kann ich ja vielleicht 1 verschenken oder 2. So sieht es aus. Die Anwendung klingt schlüssig. Und ich würde sagen, jetzt wechseln wir sogar mal den Raum. So Freunde, wir sind jetzt hier in dem nächsten Raum. Wir sind hier rübergegangen, das ist nämlich, weil ich das Kabel relativ fest fixiert hat und das halt auch die Tastatur ist jetzt, die ein bisschen Schmutz hat. Und ich hoffe, man kann das erkennen. Wir bleiben jetzt mal hier so auf der Zoom-Stufe. Und ganz ehrlich, auf dem Display sehe ich jetzt nicht, ob man den Schmutz hier zwischen den Tasten sieht. Meistens sieht man es, wenn man ein Foto mit dem Telefon macht. Schauen wir mal, also so kommt man dann mit dem Pinsel hin, kommt man da gut rein. Auf dem W ist irgendwie schlapper und auf der 1 auch. Das ist aber echt keine Ahnung, wo das herkommt. Da bin ich vielleicht mal mit Lösungsmittel oder so drauf hängen geblieben. Da ist jetzt sehr viel Staub. So, den kriegt man mit dem Pinsel halbwegs gut weg. Mit dem Pinsel, links, rechts, ist nicht das Problem, das sauber machen, sondern hier so durchzukommen, ne? Aber gut. Jetzt holen wir mal den Schleim hier raus. Ach, das zoomt rein, weil es über Kopf hängt. Haha. War das der gelbe, den ich in der Hand hatte, jetzt die ganze Zeit? Ja, ne? Dann schauen wir mal. Oh Gott, ein bisschen Angst habe ich ja schon, ne? So. Da muss ich da auch wirklich, also man muss sicher sein, dass der bis unten hinkommt. Ich hätte die Tastatur auch sperren sollen. Weiß er ganz ehrlich nicht, wie das geht. Ja, er war da schon unten. Und da sieht man, er ist Gang. Okay, es geht aber auch gut. Schaut, man denkt kurz, da ist ein bisschen was hängen geblieben. Kann aber auch ein Katzenhaar sein. Wobei ich keine Ahnung habe, wie hier ein Katzenhaar rein. Vielleicht wäre es echt am klügsten gewesen, man hätte den Rechner dafür ausgemacht, aber ich bin nicht so der Typ, der den Rechner ausmacht, ne? Also hier, ihr geht erst Butter. Hier ist es natürlich einfacher, weil wir hier größere Lücken haben.
Ah, da wird man es ganz gut. Ich hoffe mal, man sieht hier den Dreck. Ja, doch, also ich finde, bis jetzt geht es ganz gut. Natürlich, man muss ein bisschen Zeit dafür aufwenden. Eine Aufnahme vorher machen sollen. Ihr seht ja auf jeden Fall, dass es jetzt relativ sauber ist. Da war noch ein bisschen was, aber dann. Ja, das habt ihr gesehen. So ist der Schleim. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erwartet, dass der total flüssig ist und mir in die Tastatur läuft und ich den dann immer rausbekomme, weil die Beschreibungen ja so waren. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil die Dinger sind ja zugeklebt. Ne? Also hier, damit ist es luftdicht, deswegen müsste die Feuchtigkeits, da drin, die Feuchtigkeitslevel immer das gleiche sein. An den Händen, weil die trocken sind, klebt halt was. Ich denke, wenn ihr vorher die Hände ein bisschen eincremt oder so, dann passiert es nicht mehr. Ihr habt jetzt gesehen, ich brauche ja quasi nichts sagen. Es funktioniert recht gut sogar. Ist natürlich Zeitaufwand da. Es macht Spaß, damit rumzuspielen. Ich war... Ja, okay. Also, ihr könnt... Ihr könnt drei kaufen. Eins für die Reinigung, eins aufheben für die Reinigung und eins zum Rumspielen nehmen. Ja, preislich 13 Euro. Ist okay, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, was ich da Schlechtes dran sehen soll. Ne? Gut, die Tücher hier, das ist natürlich total als Kasperlestheater. Das ist nur, damit man noch was dazugeben kann. Das ist jetzt dann ein Popel an der Hand. Man kann sie aus kleinen. Man kann es ja abmachen, ne? So ein Stück hier. So. Wenn man sieht es an der Winkel. Oder noch ein größer. Ja, egal. Leute, ich muss aufhören. Ich finde, es ist ein sehr gutes Produkt. Das bringt viel mehr Spaß, als es sollte. Ja, für Tastatur reinigen, top. Für Popelimplantate ist es auch gut. Von mir kriegt es, ja, riecht ein komisches Was. Geht's 5 von 5 Sterne. Ich wünsche euch viel Spaß damit, eure Chipsbrösel aus der Tastatur zu kramen. Wenn ihr sie damit rausgenommen habt, würde ich sie nicht wieder verzehren, da besser mit der Zunge so durch die Tastatur gehen. Gut, wünsche euch viel Spaß beim Zocken oder je nachdem, was ihr macht. Würde mich freuen über einen Daumen nach oben, Kommentare, meinetwegen auch Daumen nach unten, ist mir alles ganz wurscht, alles easy peasy. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wäre es wild. Bis dann, bin raus. Tschüss.